Asklepios. Asklepios ist der griechische Gott der Heilkunst. Asklepios wird auch geschrieben Asklepios. Asklepios ist der Sohn von Apollon. Asklepios ist meistens die griechische Schreibweise, Asklepios ist die römische Schreibweise, lateinische Schreibweise. Asklepios, also der Heilgott, er war der Sohn von Apollon und Asklepios war Meister des Fachs der Heilkunst. Asklepios lernte bei Cheiron, C-H-E-I-R-O-N, dem ursprünglichen Lehrer der Griechen. Und Asklepios erweckt dann einen Toten und muss davor irgendwann sterben. Also die Götter des Olympus liebten Asklepios, auch die Menschen liebten Asklepios und der Halbgott der Heilkunst erweckt auch Tote zu neuem Leben. Aber das mag der Gott Zeus, der Gottvater Zeus nicht, denn die Künste des Asklepios, selbst Tote zum Leben zu erwecken, das ist jetzt nicht gut. Denn auf dieser Welt muss es einen Anfang geben und ein Ende. Und so wurde Asklepios von Zeus getötet, aber Apollon war wieder außer sich vor Wut und Apollon hat schließlich wieder Asklepios zum Leben erweckt. Und es gibt viele andere Geschichten, wie es mit Asklepios und mit Hermes und mit dem Hermesstab weiterging.